Polizeiabsperrungen und Rettungswagen in der Innenstadt der belgischen Stadt Lüttich. Nach Angaben von belgischen Medien sollen hier am Dienstagvormittag 4 Menschen getötet worden sein. Unter den Toten sollen auch 2 Polizisten sein, hieß es. Den Berichten zufolge war der mutmaßliche Täter bei einer Routinekontrolle der Polizei angehalten worden und hatte daraufhin das Feuer auf die Polizisten eröffnet. Daraufhin sei der Mann geflohen und habe sich in einer Schule verschanzt, wo er eine Putzfrau als Geisel genommen haben soll. Der Polizei sei es schließlich gelungen, die Geiselnahme zu beenden. Der bewaffnete Mann sei von einer Spezialeinheit erschossen worden, hieß es. Die Geisel soll nicht verletzt worden sein. Die belgische Antiterror-Staatsanwaltschaft soll die Ermittlungen übernommen haben.